Das Böse begrüßt euch recht herzlich zurück hier bei Dark Souls. Ja, wir befinden uns hier jetzt in Lordran, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Da sind wir im letzten Part hingekommen. Ich bin bis jetzt noch nicht gestorben. Woo! Ich könnte mich fast freuen, aber halt auch nur fast. Schwarzer Lebewohlkristall. Warte mal, für. Ja, ich weiß nicht, was das hier alles ist und so. Was? Finstert. Ah, Verlust. Kann ich das irgendwie nutzen? Benutzen? Ja. Nein, machen wir nicht. Doch lieber nicht. Also, ich hätte das zwar gerne gehabt, weil ich dann meine Flakons wieder aufgefüllt hätte und zugleich rasten hätte können. Aber ja, wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein. Öffnen. Was finden wir da? Schatzkiste untersuchen. Goldharz. Ich habe keine Ahnung, wofür das ist. Aber ja, ist schön. Ist hier irgendwas? Nein, hier komme ich nicht weiter. Ich muss jetzt erstmal gucken. Also, okay, da kommen Gegner. So ein verdammter Scheiß. Ist nicht gut. Gar nicht gut. Na, kommst du hier rein? Offenbar nicht. Ich weiß nicht so recht. Soll ich jetzt oder soll ich das doch machen mit den Seelen, Verlust und so? Dann kann ich halt jetzt erstmal wieder nicht aufleveln, aber. Ach, scheiß drauf. Ich glaube, ich mach das jetzt. Dass ich dann, oder kann ich das nur einmal machen in meinem Leben? Sieht so aus, ob man das hier nur einmal machen kann. Ah, scheiß drauf, wir lassen's. Wir lassen's. Wir machen's nicht. Ich bin halt jetzt einfach mal so todesmutig oder dumm oder was auch immer. Gehe hier weiter, versuche hier irgendwie Erfolg zu verbuchen. Ich mir nicht vorstellen kann, dass das hier irgendwie passieren wird. Dankeschön. Könnte jemand. What? War das alles? Ist hier oben nichts? Weiter? Ne, sieht nicht so aus. Ich kann jetzt hier natürlich die Brandbomben ausrüsten. Oh Gott, da hinten sind so viele. Da stehen noch einige rum. Ist da noch, was geht da so hinten? Irgendwie nichts, oder? Nicht wirklich. Hallo, ich möchte dich nicht die ganze Zeit durch die Gegend schieben. Dankeschön. Ja, ich werde mal wieder mein Schild vorhalten, damit ich hier nicht irgendwie total unnötig sterbe. Hi. Ja, ihr Schnurzels. Ja, kommt her, kommt her, kommt her. Komm, 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 komm. Das war schlecht. Na, ich glaube, das wird jetzt hier nichts. Das ist jetzt, glaube ich, mein Ende. Jo, das war das erste Mal, dass ich jetzt hier down gegangen bin. Ihr seid gestorben. Ja, passiert. Aber ich werde bestimmt da wieder hinkommen. Wow. Also manchmal sind die Gegner ja doch ganz schön zäh. Blutfleck berühren, what? Was? Was war das denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, was das gerade gemacht hat, aber okay. Das heißt, für uns, wir müssen jetzt. Ich habe alles verloren. Ja, passiert. Ich weiß nicht mal mehr, wo ich lang gegangen bin, aber ja. Ich glaube fast, ich bin hier durch diese eine Seitengasse gegangen. Wenn ich die jetzt noch finden würde, wäre das ja richtig episch. Aber wo war das? Wo war das? Wo war das? Verdammte Axt. Aber wenn ich überlege, dass ich jetzt in der dritten Folge bin, wenn ich mich recht entsinne zumindest, und da das erste Mal down gegangen bin, dann bin ich doch ganz stolz auf mich. Warte mal, war das hier nicht irgendwo an der Seite? Na, scheint nicht so zu sein. Okay, ist auch egal. Nee. What? Ich weiß es nicht mehr, ich hab's vergessen. Oha, es ist zu lange her. Ja, liebe Leute, ihr wisst ja, mein Gedächtnis und ich, wir sind immer noch nicht so die besten Freunde. Ich vergleiche es neuerdings gerne mit einem aufgeplatzten Kondom, wo alles rausläuft. So in etwa kann man sich mein Gedächtnis vorstellen, ja. Also nicht ganz so optimal, nicht zu sagen, einfach nur schlecht. Verdammt. Ich stelle mich an, irgendwie so wie der erste Mensch. Oder wie Omi Hinkelschuh beim Marathon. Hallo, wo musste ich lang? Hier war der Weg. Oder? Mir ja, auch wenn nicht, ist egal. Ich laufe hier trotzdem lang. Jö.
Jö, wir laufen hier einfach rum, ganz planlos. Wollen wir vor dir springen? What? Vor mir springen. Hier soll ich springen? Und wozu? Was genau hat mir das jetzt gebracht? An mir war ich, glaube ich, noch nicht. Insofern war das gar nicht schlecht. Okay, cool. Ich kann Aggressionen ablassen, aber es scheint mir nicht zu bringen. Aber ich tue es trotzdem. Hier ist nichts in der Truhe. Das ist aber schade. Ich höre hier immer zu irgendwelche komischen Rülpslaute, ja, und kann die überhaupt nicht zuordnen. Ich weiß echt beim besten Willen nicht, was mir die sagen sollen. Ah! Hi, Kumpel. Wo geht denn der hin? Geht der hier hoch? Ich weiß es nicht. Ja. Hi. Aber dieser Drache da, der war auch episch, der hier dann hochgekommen ist, oder? Also der war richtig cool, aber ich hoffe, ich muss dem nie irgendwie gegenübertreten. Ich finde Drachen immer total toll und episch, ja. Ich mag die eigentlich nicht bekämpfen. Oh, hier waren wir noch nicht, wie es scheint. Denn hinten ist noch eine Leiche, die wir plündern können, wie es aussieht. Dann machen wir das doch gleich mal. Noch eine Seele. Allerdings irgendwie eine andere Seele. Also sie wird mir unten rechts in der Ecke zumindest nicht angezeigt, wo die anderen Seelen sonst so auftauchen, wenn ich die Gegner bezwungen habe. Also hier komme ich nicht weit. Hier konnten wir offenbar nur die Seele da erhalten, diese eine komische Seele. Ich weiß ja nicht, wofür wir die noch so brauchen. Aber wir nehmen sie einfach mal mit. Die wiegt ja nichts, hoffe ich. Kann man hier hinten noch irgendwo runter oder so? Nein. Ich habe keine Ahnung. Das ist, ja, ich verlaufe mich hier jetzt schon am Anfang. Wow! Okay, aber wir haben keinen Schaden genommen. Das ist schon mal sehr schön. Zumindest etwas Gutes. Was? Blutfleck berühren. Schon wieder? Was? Was zum Henker will der mir sagen? Ich weiß, dass ich beim letzten Mal gestorben bin. WTF, was ist denn das da unten? Hier war ich ja auch noch nicht. Hier sieht es aber auch geil aus. Oh, scheiße. Hi, Kumpels. Man muss gegen Skelette kämpfen? Are you serious? Ist nicht euer Ernst, oder? Ja, erstmal. Wow, was? Kann man die eigentlich auch besiegen? Also so, dass die komplett down sind? Alter, what? Ich hab's nicht mehr geschafft, noch mein Flakon zu nehmen. Das war jetzt richtig fail, ey. Was geht? Okay, also wir merken uns, wir scheinen hier jetzt nicht irgendwie großartig was reißen zu können. Leicht am Leuchtfeuer rasten brauche ich jetzt nicht. Ja, für mich ist jetzt die Frage in erster Linie, wo müssen wir überhaupt lang? Das weiß ich jetzt nämlich nicht. War ich da schon richtig, wo ich vorher war, wo dieses Tor war, dieses Fog Gate, um es etwas kürzer auszudrücken? Ich weiß es nämlich nicht. Also das ist jetzt wirklich für mich so nicht klar erkennbar. Ha, ich habe gereimt. Ha, ich habe keine Ahnung. Aber das macht nichts. Das Spiel scheint ja einfach geil zu sein und deswegen ist das jetzt auch nur bedingt schlimm. Das ärgert mich jetzt auch nicht ganz so doll. Jetzt bin ich hinter dir. Kann ich dich wie runterschubsen? Ne, ich lasse es lieber. Der hat uns immerhin gesagt, dass wir da die Glocken läuten müssen. Zwei Stück, wenn ich das richtig gelesen habe und richtig verstanden habe vor allem. Und ja, wir gehen jetzt hier erstmal wieder hoch. Ich glaube, das war der Weg, den ich bis jetzt immer gegangen bin. Hi. Aber hier bin ich noch. Nee. Jetzt war ich noch nicht. Na. Wow. Der hat offenbar irgendwie eine dickere Rüstung. Verpiss dich. Sehr schön, Dankeschön. Oh shit, wir nehmen mal gleich einen Flakon. Wo auch immer er sich den da aus dem Hintern zieht, ist ja auch egal. Hier oben ist der Sack wieder. Das ist, glaube ich, genau das. Oh nee. Das war ganz schlecht.
Na los jetzt, jetzt mach dir noch mal kalt, Mensch, schwer ist das doch nicht. So. Gleich noch einen Flakon hinterher schmeißen. So. Hier waren wir auf jeden Fall schon. Ich gehe jetzt immer noch wieder nach oben. Oder gehe ich jetzt nach unten wieder? Boah, ist das ein geiler Ausblick oder was? Guckt euch das mal an. Oh, so geil. So geil. Einfach nur geil. Okay. Ich glaube, ich wollte hier erstmal unten nochmal gucken, was mich hier erwartet. Ja, da ist nämlich noch eine Leiche, die wir plündern können. Das mache ich nämlich dann auch gleich mal. Wieder eine Seele. Ich habe echt keine Ahnung, wofür die gut sind. Aber das muss ich ja auch noch nicht wissen, denke ich mal. Das wird mir hoffentlich im Laufe des Spiels noch erklärt. Ich habe keinen Plan. Aber ja, macht nichts. Mein Death Counter steht bis jetzt bei 2. Weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist für jemanden, der das noch nie gespielt hat. Aber ja. Auch wenn es schlecht ist, macht nichts. Na. Verpiss dich. Beim letzten Mal war die doch gleich tot, oder? Plündern. Menschlichkeit. Dankeschön. Bin ich vergiftet oder was heißt das da? Ich bin mir jetzt unsicher. Die Kamera ist so echt scheiße. Aber ich habe keine Lust, die jetzt zu drehen. Weil eigentlich kommen wir hier gleich wieder zurück. Na. Jawohl. Ich glaube, wenn die kleine Flamme da oben rechts in der Ecke ist, dann heißt das, dass es zwischengespeichert wird. Hier sind wieder Typen, ne? Ja. Statt der Untoten. Bist durch, okay. Sehr schön. Okay. Den Blutfleck kann man nicht berühren diesmal. What? Hauptsache, du wirfst mir erstmal eine Brandbombe ins Gesicht. Merkst du was oder was? Hallo erstmal. Plündern. Sehr schön, Plünder. Brandbombe. Wow, hallo erstmal, ja. Finde ich voll toll, dass mir jetzt hier die Textbox den Blick hier ein bisschen versperrt. Ist voll super. Jo, aber dann... Dankeschön. Ich habe auch keine Ahnung, was ich da jetzt gerade noch bekommen habe, aber ist auch gerade irgendwie so ein bisschen fast schon egal. Obwohl, dann können wir uns hier jetzt mal umgucken. Gegenstände. War das hier drin? Müssen wir mal aufpassen, hier kommen ja dann Gegner dazu. Ich weiß gar nicht, was das da jeweils ist, also, Was ist das da rechts alles? Diese ganzen Werte, die da mir gegeben werden. Ja, okay, keine Ahnung. Standardhelm. Das ist so meine Ausrüstung, die ich aktuell habe. Lindentuch. Benutzen kann ich es offenbar nicht. Dann nicht. Ja, damit hat sie das Ding ja hier dann schon gegessen, oder? What? Nein. Ah, hier unten können wir also... Hier unten können wir das dann umschalten. Ich habe keine Ahnung, was das dann macht. Hier ist die Brandbombe und wenn ich die dann... Okay. Gut zu wissen. Aber wir lassen es erstmal bei dem Flakon. Wenn wir schnell auf die Heilung zugreifen müssen, ist das, glaube ich, praktischer, wenn wir da diesen Shortcut haben. Aber es ist gut zu wissen, dass wir das einfach nur über das Steuerkreuz auswählen können. Ja, hier ist nichts weiter. Bringt mir das jetzt hier irgendwas? Nö, nicht wirklich, oder? Nö. Nö, nö. Wow, das hat ordentlich Lärm gemacht. Da unten liegt noch eine Leiche. Wie komme ich denn da hin? Muss ich jetzt wieder zurücklatschen? Hi, Kumpel. Möchtest du Stress irgendwie so ein bisschen? Wenn du Stress willst, kein Problem, ich komme zu dir. Dann können wir drüber reden, dass wir da nochmal irgendwie so ein bisschen uns bekriegen können. Obwohl, nein, das ist nicht richtig. Wir müssen hier zurück. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, was ich hier mache. Es ist mir eigentlich auch... Wow, hi, Kumpel. Und tschüss. Mann. Nerv mich nicht, Kumpel. Nerv mich nicht, du. Kein Plan, wie der da jetzt hingekommen ist. Ist mir eigentlich auch vollkommen egal. Bringt mir das irgendwas? Nö. Hä? Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt, aber nur ein bisschen. So wie man das von mir kennt. Das ist halt die typische Evil-Verwirrtheit. Was war hier nochmal? Glück? Hab ich keins. Ach doch, hier geht's hoch. Ich bin wieder so ein Blindfisch, so ganz leicht.
Brauchst Hoffnung, ja, genau. Ich glaub's auch fast. Aber ja, ist kein Problem. Ja, komm, lauf ein bisschen schneller, mein Kumpel. Lauf. Ja. Hallo erstmal. Ich weiß ja nicht, ob ihr das schon wusstet, aber ja. Schnell. Nimm so einen scheiß Flakon, Mensch. Wenn ich denn schon diesen Shortcut drücke und er das nicht nimmt, ne, das ist voll doof. Und jetzt muss ich wieder den Weg finden. Es geht schon gut los. Oh nein, ich werde nicht ragen. Zumindest jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, wie das nachher bei irgendwelchen Bossfights ist. Aber ja, im Moment ist das noch nicht so krass, dass ich irgendwie jetzt hier extrem schlecht drauf bin oder so. Also ich lache mir eher einen ab über meine Dummheit. Das ist wirklich, ja, eher der Grund, warum ich hier jetzt so ein bisschen ins Gelächter falle, weil es einfach nur lustig ist, wie dumm ich mich anstelle, ja. Ich vergesse wirklich den Weg. Ich weiß nicht, wo ich langlaufen muss. Das ist schon ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Aber ja. Ach, hier war. Hat der keinen Kopf mehr? Ach doch, der ist nur so nach unten. Also der hat den Kopf gesenkt. Ich wollte gerade sagen, Mensch, wieso hat er jetzt auf einmal keinen Kopf mehr? Ich habe den doch nicht abgeschlagen, oder? Das wäre jetzt da ganz geil gewesen, ernsthaft. Minno! Diese Musik hier ist so geil, ja. Ich muss mir den Soundtrack unbedingt mal anhören. Vor dir springen. Ach so, ja, das war das. Moa, ey, alter Falter. Das ist echt, ja. Ach, da ist es nicht, oder? Hallo. Wo war nochmal das, wo ich lang gegangen bin? Verdammte Axt. Ja, Evil und Orientierung ist auch wieder so ein Paradoxon, das sich einfach nicht verträgt. Also das ist so, ja. Sind wieder so zwei Dinge wie Tag und Nacht, einfach das stößt sich komplett ab. Hallo, nein, ich renne im Kreis. Was zum Teufel ist hier los? Mann, nö. Das ist echt nicht cool. Ja, aber ich bin verwirrt. Ich habe leichte Kopfschmerzen, mir ist warm. Ich suche jetzt einfach nur irgendwelchen Ausreden, warum ich zu doof dazu bin, den richtigen Weg zu finden. Und da ist ja, Mensch, schon der Gang. Man bräuchte sich einfach nur mal umdrehen, dann wäre das gar nicht so das Problem. Aber ja. Ach, hi. Und tschüss. Na komm, verreck. Du auch. Tschüss. Moment, ich nehme gleich mal einen Flakon, man weiß ja nie. Jetzt nehme ich hier mal gleich wieder mein Schild da vorne, weil dieser Sack hier schon wieder so am Rumspinnen ist. Hauptsache, er wirft mir weiter diese Scheiße ins Gesicht. Ich glaub's ja wohl. Ey, was? Hauptsache, ich verreck jetzt schon hier. Oh, ich glaube, meine Konzentration ist gerade auch ziemlich im Eimer. Aber ja, es macht nichts. Es ist echt nicht schlimm. Aber, ja, Konzentration, Wärme und so irgendwie, ja, nee. Ich glaube, ich mache hier erstmal einen Cut. Ich werde mich jetzt hier am Feuerbandschrein erst nochmal hinlegen. Verlassen. Also ich mache jetzt erstmal so und sag mal wieder, es tut mir leid, dass ich in dieser Folge nicht viel erreicht habe, echt, aber wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht, dann schaut doch im nächsten Part wieder rein. Bis dahin. Tschüss.